Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Zeitschriften-Review. Das Five-Magazin, Ausgabe Nummer 4, ist im Handel erhältlich für 4,99 €. Wir bekommen wieder eine limitierte Karte von Lego Minecraft von der Sammelkartenserie 1, die LE15, den Arbalest-Ritter oder so ähnlich. Außerdem noch ein Ninjago Dragons Rising, ein Serie 9 Booster-Pack hier vom Sammelkartenspiel und vom Pokémon-Sammelkartenspiel mal wieder ein Funpack, und zwar zur neuesten Erweiterung Maskerade im Zwielicht. Wenn euch Pokémon interessiert, schaut gerne auf meinem Hauptkanal vorbei, da habe ich das Heft auch schon gezeigt. Und da gibt es immer Pokémon-Unpackings, Openings und natürlich Disney Lorcana oder ganz neu auch Star Wars Unlimited. Schaut da gerne mal vorbei, wäre richtig cool. Ja, ansonsten gucken wir uns heute hier dieses Heft natürlich aus dem Lego-Gesichtspunkt an. Hierbei mein Lego-Kanal quasi. Also hier geht es ja primär um die Lego-Magazine. So, das ist das Funpack. Das ist das Ninjago-Pack. Und hier haben wir noch die limitierte Karte. So, jetzt zogen wir die hier mal ab. So, und da hängt sie noch fest. Naja, okay. Nicht schlimm. Zack, zack. Also Klebepunkte, mal kleben sie an der Zeitschrift, mal an der Karte oder am Boosterpack, Paperback, was auch immer. So, die sind ab. Dann haben wir noch die beiden hier, wo das Boosterpack von Ninjago dranhing, und die anderen beiden am Funpack von Pokémon, die sind am Funpack tatsächlich kleben geblieben. So, dann machen wir hier noch den Punkt ab und auf der anderen Seite am Funpack auch noch. Schwupp, so, damit ist alles von Kleberesten befreit und wir gucken uns das Heft an. Also, Five Magazin hier, Dungeons and Dragons, das solltest du wissen, ich einfach unverbesserlich 4, alles über die Minions, krasse Duelle, Pokémon und Ninjago, dann haben wir Inside, Fototipps vom Profi, Jurassic World, die Chaos-Theorie, mächtige Dinos und natürlich Poster und hier noch plus die besten Wasserpistolen. 5 Themen, 5 starke Poster, 5-mal mehr Wissen. So. Schauen wir rein. Paper Mario, die Legende vom Ionentor für den Nintendo Switch. Sehr, sehr cool. Dann haben wir Inhaltsverzeichnis. Hier und dann auch die Extras. Nochmal das Pokémon TCG Booster, das Funpack. Ein Ninjago TCG Booster von Serie 9 und die Minecraft TCG Karte LE15. Genau. Und dann die Top-Themen: Minions, D&D, Ninjago, Pokémon und Jurassic World Chaos Theory. Gut, schauen wir mal rein. Los geht's. News 1, lustig und verrückt, deine Freunde als Hörspiel. News 2, Pokémon WM im August, wer ist der Allerbeste? News 3, Nachwuchsermittler, die drei Detektive machen weiter. News 4, neues DLC, Minecraft trifft Kung Fu Panda. Und News 5, die Schlümpfe, TikTok hat einen neuen Papa. Und dann Werbung hier noch für die Boxing-Bots von Cosmos. Dann haben wir Top-Thema 5, ist die Dinos sind zurück bei Chaos Theory, diese Netflix-Serie. Top-Thema 4, Pokémon, Shiny-Pokémon hier. In der Serie, in den Videospielen, bei den Sammelkarten etc. und wie die Chancen sind und sowas. Okay. Dann Top-Thema 3, Ninjago. Das ist los in Ninjago. Aufstieg der Drachen. Hier eine ganze Doppelseite sogar zu dem Thema. Dann Top-Thema 2, D&D. 50 Jahre Dungeons and Dragons. Okay, auch eine ganze Doppelseite. Und dann Minions, Top-Thema 1, die Minions von A bis Z. Haben hier eine Doppelseite. Und da das nicht ganz reicht für A bis Z, haben wir hier noch die letzten Buchstaben auf der dritten Seite. Dann haben wir Poster von der Netflix-Serie Jurassic World Chaos Theory. Muss ich unbedingt noch angucken, habe ich noch nicht geschafft bisher. Dann haben wir ein Poster Ninjago Dragons Rising. Ja. Dann in der Mitte ein Minions-Poster, das ist ich einfach unverbesserlich 4. Und dann hier noch ein Foto mit, zum Spielzeugfoto mit Yoda und den Stormtroopern hier. Swoosh. Sehr cool. Und last but not least ein Einzelposter hier von Pokémon. Ich glaube, Horizonte müsste das sein. Dann haben wir die 5 Tipps mit Vollgas auf die Rennstrecke. Weniger Frist mehr. Pokémon Spielspaß für unterwegs. Ein Hoch auf die Freundschaft und die Teufelskicker auf EM-Kurs. Dann haben wir Beyblade X. Das ist eine Werbung für irgendwie neue Beyblades oder so irgendwas. Okay. Dann haben wir Toy-Fotografie. Ja, Traumberuf Toy-Fotograf. Schwierigstes Foto hier, Toy Story, dann Star Wars, nochmal Star Wars, Familie Feuerstein, Power Rangers, Mitchell Wu heißt der wohl, der die Fotos hier macht, sehr, sehr cool. Und dann, lerne von Mitchell Wu, so wirst du zum Toy-Fotograf, hier so Tipps dann dafür, hier, Zorro, Star Wars,
Harry Potter, Kermit der Frosch, Popeye. Sehr cool. Ja, das ist schon witzig. Dann, ich denke, das leere Pokémon Ogerpon. Türkisgrüne Maske Ogerpon, da ist es, genau. Und natürlich die anderen Masken, auch noch Ofenmaske und wie sie alle heißen. Welche Maske wählst du? Ein Spiel hier, Werbung, gleichzeitig Werbung für Maskerade im Zwielicht, aber gleichzeitig auch ein Spiel hier, okay. Dann haben wir coole Nassmacher, ja, stimmt, schon da vorne drauf, hier fünf Wasserpistolen im Test. Dann Minecraft-Sammelkarten, starke Nahkämpfer. Ja, hier die Karte hier. Der Arbalest-Ritter, was auch immer Arbalest ist, nie gehört. Dann nochmal hier Werbung für die Jedi sind zurück. Ja, hier auf Disney Plus. The Acolyte. Meiner Meinung nach eine coole Serie, mir macht Spaß, die zu gucken. Gibt vielleicht auch viel Kritik von anderen, aber so, ich finde sie gut. Dann Knuckles rennt solo los. Eine Serie von Knuckles. Ich glaube, ja, Paramount Plus. Das habe ich leider noch nicht im Abo. Muss mal gucken, ob ich mal ein Probeabo mache. Und dann Knuckles mal gucke, die Serie. Habt ihr die Serie gesehen? Wie findet ihr die? Schreibt uns mal in die Kommentare. Solo und ich haben ja mit der Mama zusammen natürlich auch die beiden Sonic-Filme gesehen. Den ersten auf Blu-ray, den zweiten dann im Kino. Und wollen uns den dritten, der ja dann kommen soll, auch angucken. Da sollten wir vielleicht vorher noch die Serie gucken. Dann Paper Mario ist wieder da. Die Legende vom Eonentor, das Remake. Habe ich damals auf dem GameCube leider nie gespielt. Besitze ich auch nicht, ist mir zu teuer. Aber für die Switch habe ich es jetzt. Muss mal gucken, wann ich da zum Spielen komme. So, und dann Vorschau auf die nächste Five. Erscheint am 16. August. Hier noch ein Five-Ranking, die erfolgreichsten EM-Torschützen. Cristiano Ronaldo auf der 1 mit 14 Toren. Michel Platini auf der 2 mit 9 Toren. Alan Shearer auf der 3 mit 7 Toren. Antoine Griezmann auf der 4 mit 7 Toren. Und Ruud van Nistelrooy auf der 5 mit 6 Toren. Zwei Franzosen, ein Niederländer, ein Engländer und ein Portugiese. Cristiano Ronaldo, genau. Also 16. August. Mal gucken, ob wieder eine Karte drin ist. Dann werde ich es euch hier natürlich auch präsentieren. Und dann noch Werbung für Luigi's Mansion 2 HD, auch für die Switch. Auch das habe ich mir gekauft und werde ich demnächst mal spielen. So, dann haben wir hier noch. Ich würde sagen, wir machen mit dem Funpack, legen wir los, was eigentlich mit dem Kanal hier nicht so viel zu tun hat. Wie gesagt, wenn euch das interessiert, schaut auf meinen Hauptkanal vorbei. Deswegen fangen wir damit an und machen dann die Lego-Sachen. Und wir kriegen in dem Funpack Maskerade im Zwielicht ein Sankabu, eine Kamenkarte. Es sind ja eigentlich immer nur Kamenkarten eigentlich drin, ne? Ja, auch hier wieder ein Barschwa-Kamenkarte. Ja. Und die Reverse-Karte ist auch eine Kamenkarte, ein Knapfel. Ob ich das schon habe, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken, werde ich dann sehen. So, also das sind die drei Karten aus dem Funpack Maskerade im Zwielicht. Dann gucken wir uns die sechs Karten aus Ninjago an. Dragons Rising, auch da fehlen mir noch welche. Von daher ist es gar nicht mal schlecht, dass wir hier mal wieder einen Booster aufmachen. Und dann drehen wir das rum. Oh, es sind zumindest zwei Glitzerkarten drin. Das ist schon mal sehr gut. Dann machen wir die alle nochmal richtig rum. Sehr schön. Und wir kriegen die Verbindung, eine Fallenkarte, dann eine Aktionskarte, feurige Hände. Dann haben wir den kaiserlichen Clownjäger als Charakterkarte, das Team Kai und Wildfire als Charakterkarte. Dann kommt Action Kaiserin Beatrix. Und dann haben wir noch hier eine besondere Karte. Das war, Ultra-Lloyd. Diese Ultra-Karten sehen ultra geil aus. Haha, Wortwitz. Sehr coole Karte auf jeden Fall. Sehr, sehr nice. Ich weiß nicht, ob ich die schon habe. Muss ich mal gucken. Ich glaube, Ultrakarten fehlen tatsächlich auch noch. So, also das hier die Karten aus dem Ninjago-Pack. Und dann haben wir natürlich noch zu guter Letzt die limitierte Karte aus Lego Minecraft Serie 1, aus dem Sammelkarten-Serie der Arbalestritt. Oh, mein Nas. Los, der Arbalestritter, die LE15, ne? Ja, Lego Minecraft, die Trading Card Serie, kenne ich das Trading Card Game. So, und ihr kennt das Spiel, ich habe die Karte hier noch ein zweites Mal, ich habe das jetzt zweimal gekauft, und diese Karte könnt ihr hier gewinnen, wie ihr das kennt. Was müsst ihr dafür tun? Wie immer, Kanal abonnieren, dem Video einen Daumen nach oben da lassen und einen Kommentar verfassen, nicht mit Hashtag 5, sondern mit Hashtag Minecraft, denn es geht ja immer um die Karte, nicht um das Heft, sondern um die Karte. Deswegen Hashtag Minecraft. Dann seid ihr im Lostopf. Einsendeschluss wie immer in einer Woche. Dann lasse ich einen Random Comment Picker drüber laufen
Und der sucht sich dann einen Kommentar per Zufall raus mit dem Hashtag Minecraft. Und ja, diese Person hat dann die Karte gewonnen. Und sobald mir eine Adresse vorliegt, an die ich die Karte losschicken soll, werde ich es auch schnellstmöglich dann wegschicken. Genau. Ich drücke euch allen Teilnehmern wie immer die Daumen und sage ansonsten danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.